Am Wort ist Markus Franz von der ÖVP. Zum Entschließungsantrag der Grünen betreffend die Psychopharmaka in den Pflegeheimen. Und sage gleich dazu, ich halte den Antrag für reinen Alarmismus und Bürokratismus und nichts anderes als ein Ausdruck der grünen Regulierungswut. Wieso, das werde ich Ihnen jetzt erklären. Wir haben ca. 75.000 Bürger in stationärer Pflege. Davon haben ca. 70% kognitive Störungen. Das sind Störungen im Sinne von Depressionen, Demenz, Abbauerscheinungen, Verhaltensstörungen und so weiter. Die brauchen zum Teil intensive Medikation und ärztliche und pflegerische Betreuung. Ich glaube, es wäre sinnvoll, einmal Danke zu sagen vom Parlament aus, dem Personal, den Pflegern, den Ärzten, die den mühevollen Job auf sich nehmen, diesen Beruf sich aufzuopfern in den Pflegeheimen für diese 70.000 Menschen, als ständig neue Regulierungen einziehen zu wollen und neue juristische Zwangsjacken den Bediensteten dort anziehen zu wollen. Das halte ich eigentlich für eine Zumutung. Ich weiß schon, Ihr Antrag beruht auf einem Bericht der Volksanwälte. Die Volksanwälte sind eine notwendige Einrichtung. Die Volksanwälte haben sich aber in dieser Frage auch mit einer fragwürdigen Zugangsweise berühmt gemacht, weil sie haben Studien aus England hergenommen und diese publiziert und auf Österreich umgelegt. Das kann man meiner Meinung nach nicht machen, weil das verschiedene Studien mit verschiedenen Zugangsweisen waren. Und in Österreich gibt es nur eine einzige Studie, eine Vorarlberger Studie, die sich mit dem Problem beschäftigt hat. Und auch da ist herausgekommen, dass es eine möglicherweise inadäquate Verschreibungspraxis gibt bei einem Teil der Patienten. Aus dem heraus ein neues Gesetz konstruieren zu wollen und eine neue Verordnung, die wie gesagt eine Zwangsjacke dem medizinischen Personal überstülpt, das halte ich nicht für richtig und nicht für zielführend. Wir haben ohnehin schon so eine riesenhafte Defensiv- und Verteidigungsmedizin, die enorme Kosten verursacht. Jeder, der in der Medizin und in der Pflege arbeitet, ist mit einem Fuß schon im Kriminal, weil die Begehrlichkeit so groß ist und die Regulierungswut so groß ist. Daher bitte stellen wir ab auf mehr Ausbildung, auf mehr Selbstverantwortung und überhaupt auf mehr natürliche und menschliche Medizin und Pflege. Dankeschön.